Künstler Verein Malkasten. Nach Frauen hört sich der Name nicht an. Und tatsächlich war der 1848 gegründete Club in Düsseldorf erstmal eine reine Männersache. Fast 130 Jahre lang waren die Damen nur schmückendes Beiwerk auf den legendären Künstlerfesten. Erst 1977 nahm der Verein die erste Künstlerin auf. Immerhin sind heute schon 4 im Vorstand. Eine von ihnen ist Susanne Ristow. Ihr kommen die Frauen in der Branche allerdings immer noch zu kurz. Und deshalb startete sie im Malkastenpark die Fotoaktion Frau mit Kunst. Künstlerin unter sich. Bringt eure Kunst mit, schwärmt aus und setzt euch in Szene. Das war der Aufruf, dem viele folgten. Diese junge Frau hat es Initiatorin Susanne Ristow besonders angetan. Die Clara Firnich da auf ihrem wunderbaren Foto mit Katze, ja, das ist ein Foto gewesen, das mich wirklich inspiriert hat zu dieser Aktion. Und das hat mich absolut begeistert zu sehen, wie diese junge Frau in die Kamera guckt. Davon können sich die meisten hier eine Scheibe Selbstbewusstsein abschneiden. Künstlerinnen haben sich viel zu lange unterbuttern lassen. Frau und Kunst immer noch schwierig? Sie kommen so selten vor. Also ich habe diese Macke, kann man vielleicht sagen, dass ich immer, wenn ich in einer Galerie die Liste der Künstler und Künstlerinnen ausgestellt sehe, dann zähle ich immer durch, wie viele Frauen da sind. Und es ist schwierig. Man kann sich auch durchsetzen. Man muss ja aber sehr auf dem Ball bleiben. Ja? Und dann geht es. Und konsequent sein. Leichter gesagt als getan in Künstlerkreisen. Es tut sich auf jeden Fall eine ganze Menge und ich denke, es ist wie in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen. Allerdings habe ich manchmal das Gefühl, es ist seltsamerweise in der Kunst fast noch schwieriger als in einem DAX-notierten Unternehmen. Insofern wird es, glaube ich, Zeit, da auch mit einigen Traditionen ein wenig aufzuräumen. Also mutig ans Werk, Frauen, macht euch sichtbar. Warum genau stehen Sie jetzt im Wasser? Weil sie das gesagt hat. Und was tut man nicht alles für die Kunst? Da steigt die Videokünstlerin in den Venusbrunnen. Die Bildhauerin stemmt ihr Objekt aus Stahl. Und die Malerin hat Spaß mit sich in Jung. Auf dem Foto bin ich in jungen Zeiten. Und auch an einem schönen Ort. Und ich habe es mitgenommen zum Malkasten, um mich mit der Aufnahme von diesem besonderen Ort an dem Ort hier jetzt in der Gegenwart zu fotografieren. Und er guckt zu. Das geht doch in die richtige Richtung. Junge Künstlerinnen treten ohnehin ganz anders auf. Sie sind viel selbstbewusster, finde ich, als wir. Also würde ich jetzt mal so sagen. Also Frauen, Kunst, das war, bei uns mussten wir uns das noch mehr erkämpfen. Ich habe das nicht so offensiv gemacht und das ist ein Fehler. Also nur Mut, Ladies. Susanne Ristow plant eine Ausstellung der Bilder. Wer die Aktion unterstützen möchte, schickt ihr ein Foto von sich mit Kunst. Sie müssen keine Künstlerin sein und auch nicht zwingend weiblich.